Und da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Final Fantasy Tactics Advance. Beim letzten Mal haben wir das Spiel angefangen und wir wollen uns jetzt mal umgucken, wo wir überhaupt gelandet sind. Was? Wo bin ich? Was zum? Hier laufen komische Menschen rum. Slow Motion. Ups. Oh, Entschuldigung. Pass auf, wo du hinläufst, Junge. Du bist eine Echse. Was hast du gesagt? Du hast Echse gesagt. Es gehört einiges dazu, einen Banger-Echse zu nennen. Kupo, da bist du ja, Kupo. Okay, gehört der Menschenbengel zu dir? Jakobo, er ist gerade vom Land angereist, weißt du? Entschuldige dich bei dem Manga, Kupo. Entschuldigung. Bitte entschuldige ihn, er hat noch nie einen Manga gesehen. Hey du, warte! Kupo? Deine Kleidung, du bist ein Soldat, oder nicht? Ein Soldat? Ja, du hättest also nichts gegen ein kleines Gefecht? Was geht hier vor? Kommt der auf einmal her? Er fordert dich heraus, Kupo! Siegesbedingungen, besiege alle Gegner. Fertig. Was zum Himmel? Aua. Was? Warte mal, Gefecht. Heißt das, wir kämpfen? Du bist ein guter Beobachter des Offensichtlichen, Kobo. Das ist der. Das ist, da ist der Richter und die Gesetze für heute stehen fest. Richter, Gesetze? Sag nicht, dass du nicht, dass du nichts von denen weißt. Die Gesetze verbieten heute den Einsatz von Objekten, Kupo. Schau dir immer die Gesetze an, sonst bereust du es. Sieh die ge ge geltenden Gesetze im Systemmenü an. Also was das ist, werde ich euch noch erklären. Okay, warte. Ein Gefecht ist also ein Kampf und die Gesetze sind die Regeln für den Kampf. Der Typ in der Rüstung ist der Richter. Kupo, du bist am Zug, Kupo. Nutze ein Schwert und deine Fertigkeiten. Ich helfe dir. Okay, auf geht's. Ja, wir sind nun offiziell in einem Kampf. So wird das Kampfsystem von Final Fantasy Tactics Advance ablaufen. So, wir können uns nochmal den Gegner angucken. Lunai, so, die Namen sind relativ egal. 33 KP, er hat ein paar Mana-Punkte. Keine Richterpunkte. Was Richterpunkte sind, werde ich noch später erklären, wenn sie relevant sind. Hier haben wir den Richter. Noch ein Gegner mit 50 LP. So, wir sind also dran. Das heißt, wir gehen auf uns und gucken uns erstmal. Wie ging das nochmal? Genau, mit Start können wir dann einmal reingucken. So, hier sehen wir die Zugfolge. Als erstes sind wir dran, der Gegner, dann er und immer so weiter. Der Richter darf auch zwischendurch immer ziehen, allerdings ist das relativ unwichtig. Die Mission ist: besiege alle Gegner. Wir verlieren, wenn alle unsere Einheiten K.O. sind oder March ist ein Kerker. Was der Kerker ist, komme ich noch dazu. Die Gesetze für heute sind. Dunkel, also erstmal Objekte sind erlaubt, sind verboten. Das heißt, wir dürfen keine Objekte benutzen. Allerdings ist Schwarzmagie erlaubt. Also, ne? Werdet ihr noch sehen. Das sind auch Einstellungen. Dann Texttempo werde ich mal verschnellern. So, mit der L-Taste hätte ich gerne die Gesetze. Und das war's. Das heißt, wenn ich jetzt L drücke, sehen wir die Gesetze. So. Aber wir wollen jetzt langsam anfangen. Wir bewegen uns am besten hinter ihn. So, können ihn dann angreifen. Wir haben noch verschiedene Techniken jetzt. Also, es ist genau wie die Schneeballschlacht. Wir können ihn jetzt angreifen. Allerdings gucken wir mal, was unsere Kampftechnik ist. Wir können Erste Hilfe oft selbst benutzen, um uns ein bisschen zu heilen. Wir wollen ihn direkt reinknüppeln. Und wir haben eine 85%ige Chance, 22 Schaden zu machen. Und ausführen.
6 Erfahrungspunkte gewonnen. Ja, jedes Mal, wenn wir angreifen, kriegen wir Erfahrungspunkte. So, ich will... Ah, okay. So muss ich. Okay. So. Gegner ist dann dran. So, er wird... Ach genau, der Name steht schon da. Mont Blanc heißt es der. Das ist der gute Herr. Ein Mogrim. Wo 16 Erfahrungspunkte erobert. So, Mont Blanc ist dran. Er ist ein Schwarzmagier. Er kann von der Ferne angreifen. Und er kann Flächenschaden benutzen. Blitz. Jung. Batz. Batz. So, der erste ist weg. 4 Erfahrungspunkte. Und er bekommt einen Richterpunkt, da unter Schwarzmagie empfohlen ist. Das heißt, wenn wir das Empfohlene erfüllen, kriegt er erst einmal einen Richterpunkt. Und wenn er jemanden besiegt, kriegt er auch einen Richterpunkt. K.O. bestätigt, ein Richterpunkt. Richterpunkt? Was ist das? Sammle Richterpunkte, damit kannst du Kombos mit Freunden einsetzen. So gewinnst du jedes Gefecht, Kupo. Ich muss also nur meine Gegner besiegen? Kapiert. Okay, so, wir sind dran. Wir sehen, hier ist ein Sternchen über den guten Herren. Das heißt, er ist besiegt. Und wir wollen jetzt auch den nächsten ausnocken. Beziehungsweise den letzten. Attacke! Okay. Er überlebt. Ausführen! 6 Erfahrungspunkte. Du stellst dich mal bitte nach da. Der Richter darf sich einmal bewegen. Er kann aus seinem, Chocobo kann er ziemlich weit laufen. So, er bewegt sich da hinten hin, um sich zu heilen. Ja, er benutzt seine Heilung. Erste Hilfe, denn er ist genau wie ein Krieger, beziehungsweise ein Soldat. Er heilt sich um 8. Nicht sehr viel. 10 Erfahrungspunkte gewonnen. So, Mont Blanc darf sich bewegen. Aber ich glaube nicht, dass er treffen kann. Oh doch, er kann treffen. Ich glaube, er trifft nicht. Blitz! Schade, dass March keine Erfahrungspunkte bekommen hat. Oh, daneben. So, wir können jetzt einmal uns bewegen. Wir hauen ihm direkt auf die Nase. Wenn wir Glück haben, können wir es aber treffen. Wie viel Prozent haben wir? 50%, also 50%, also eine 50-50 Chance. Und wir schaffen es! 6 Erfahrungspunkte. Und einen Richterpunkt. Hallo, RP. Puh, ich habe es irgendwie geschafft. Gefecht gewonnen! Also, ein etwas sehr besonderer Final Fantasy Teil. Ich bin verwundet! Wo ist der Heiltrank? So, er benutzt einen Heiltrank. Das ist ein Objekt. Moment mal! Verstoß gegen Gesetz R24601. Verbot von Objekten. Alle Straftäter kommen in den Kerker. Und das ist sowas wie eine rote Karte. Es ist immer unterschiedlich, welche Karte man bekommt. Ich weiß gar nicht, wovon das abhängig ist. Manchmal kriegt man eine gelbe, manchmal auch eine rote Karte. Also zwei, so, man müsste es aus dem Fußball kennen oder aus anderen Sportarten. Zwei gelbe Karten sind automatisch eine rote Karte. Kupo, der Knast. Ich hoffe, dass ich da nie hin muss. Der Knast? Ja, der Kerker. Da kommen Gesetzesbrecher hin. Oh, es ist ein finsterer und unheimlicher Ort, Kupo. Straftäter verurteilt und verhaftet. Besucher wenden sich bitte an den Kerker in Sprom. Sprom? Kerker? Wo bin ich hier nur, wo bin ich da nur hineingeraten? Danke für deine Hilfe. Nein, nein, niemals wieder einen Banger, Exe, Kupo. Tut mir leid, das wusste ich wirklich nicht. Du hast schon mal einen Banger gesehen, oder, Kupo? Ja, nun, nein, keinen echten zumindest. Kupo, wo kommst du her, Kupo? Kaduan? Muscadet? Ich weiß nicht, ich bin ganz durcheinander. Drum, dann rede ich mit doch mit einem Plüschtier. Plüschtier, ich bin ein Mugel, Kupo. Gut, dann bist du eben ein Mugel. Was ist das? Okay, ich glaube dir. Du bist verwirrt. Lass mich erklären. Dies ist die Stadt Cyril in dem Land Ivalice. Ivalice? So heißt die Stadt, aus der ich komme.
Stadt, aber Ivalice ist ein Land. Nicht mein Ivalice, da gibt es auch keine Banga. Und Mogel? Sicher gibt es an anderen Städten auch welche? Nein, wir haben nur normale Dinge wie Hunde und Katzen. Du hast gesagt, dass du schon mal einen Banga gesehen hast, nur keinen echten. Was meinst du damit, Kupo? Nun, also ich habe einen Banga gesehen, aber in einem Computerspiel, nicht im wahren Leben. Kupo? Es heißt Final Fantasy. Es ist nicht real. Es ist eine erfundene Welt mit Helden und Monstern. Du sagst also, dies hier ist wie deine erfundene Welt? Ja, es ist alles wie in dem Spiel. Okay, jetzt bin ich verwirrt, Kupo. Tut mir leid, ich weiß, dass das nicht viel Sinn macht. Nein, das ist die kuposte Geschichte, die ich je gehört habe. Wem sagst du das? Ich bin natürlich nicht sicher, ob ich dir glaube, Kupo. Ich glaube es selbst, ich kann es selbst kaum glauben. Was soll ich nur tun? Nur treffen war, glaube ich, kein Zufall, Kupo. Bleib bei mir und ich werde dir helfen, okay, Kupo? Danke. Ich bin übrigens Marge. Wie heißt du? Man nennt mich Mont Blanc, Kupo. Folg mir, Marge. Okay, anscheinend sind wir wohl in einem Computerspiel gelandet, oder? Das ist eine Art. Wo sind wir? Hier hängen die Mitglieder unseres Clans ab. Clans sind wie Gruppen von Leuten, die zusammenarbeiten. Ja, die drei da unten, das ist unser Clan. Wow, die sehen alle so hart aus. Nun, unser Clan nimmt ziemlich harte Jobs an. Die Bezahlung ist dafür aber gut und es wird nie langweilig. Vielleicht weiß hier jemand, wie ich nach Hause komme. Hör dich um, Kupo. Kann ich mich eurem Clan anschließen? Klar doch, stell dich allen vor, dann bist du dabei. Hey, alle mal herhören, hier sind Marge. Der Behinderte labert was von einer anderen Welt. Hallo. Wir werden dir alle helfen, weil du etwas ganz Besonderes bist. Vielleicht finden wir auch einen Weg für dich nach Hause, Kupo. Sag mal, Mont Blanc, hat dieser Clan noch einen Namen? Nun, es ist ein noch ziemlich kleiner Clan, also noch nicht. Kupo, warum gibt's dem nicht einen Namen, Kupo? Ich? Zu Ehren deiner Aufnahme in den Clan. Wähle da einen Kupo-Namen. Ja. Wieder diese Clan-Namen, ne? Ich werde es einfach wie in meinem Projekt. Müssen wir Dungeon und Rettungsteam Rot nehmen? Wir bleiben der Clan. Also wir sind der Clan. Oh Gott. Tails. Noch meine Lieblingsspielreihe. Wie wär's mit Tails? Gut, von nun an nennt man uns Clan Tails. Okay, jetzt mache ich dich mit allem hier vertraut, Kupo. Hier sind wir alle gerade, in Ivalice. Für erfüllte Missionen erhältst du neue Orte. Platziere diese, um neue Missionen in der Taverne zu erhalten. Ordne die Orte richtig an, um Schätze zu bekommen. Die Kombination musst du selbst herausfinden. Gebietssymbol platzieren, Sprung. Ich werde keinen 100% Run machen, allerdings versuche ich so viele Missionen zu machen wie möglich. Und deswegen würde ich Sprung einmal hier hin, weil ich das immer so gemacht habe. So, wir können uns dann hier ein bisschen auf der Karte umgucken. Die heutigen Gesetze sind immer noch Verbot, Objektverbot und dafür ist Dunkelheit empfohlen. So, wir haben momentan den Königsmond Tag 1. Dann wir haben eine Taverne. Hier ist unser Clan. Wir haben einmal Marge, er ist ein Soldat. Mont Blanc, der Schwarzmagier. Hier haben wir Mendoza, ein Soldat. Ein Banga, Soldat. Nee, du warst ein weißer Mönch. Was bist du? Genau, Mendoza ist ein Soldat. Milay ist ein weißer Mönch. Michael ist ein Weißmagier. Und Cheryl ist eine Schützin. Und wir können einmal hier kurz gucken. Sie hat einen Langbogen und eine Lederrüstung. Er hat eine Handfrobe. Lederrüstung. Wir haben ein Schild, ein Kurzschwert, ein Kürass und ein Bronzeschild. Zepter und Handfrobe. Er hat eine Kettenrüstung. Die wir anziehen.
kriegst ihn mal ausgezogen. Du kriegst mal die Kettenrüstung angelegt. Schließlich wollen wir der Mächtigste sein, wie keiner von uns war. So, aber das war's auch erstmal für die zweite Folge von Let's Play Final Fantasy Tactics Advance. Bis zum nächsten Mal.